Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Nier und herzlich willkommen zum nächsten Uncharted The Lost Legacy Let's Play. Ja, meine lieben Freunde, wir sind heute bei Folge Nummer 10 angekommen. Letztes Mal hatten wir hier diesen Kampf gehabt gegen diese zwei Panzerbullen und dann haben wir die Türe da aufgemacht und da habe ich dann genau die Stelle pausiert und hier machen wir jetzt weiter an der Stelle. Ich habe übertrieben Bock wieder Uncharted, Alter, ich liebe dieses Spiel einfach nur, Leute. Ich hoffe, ihr merkt das auch, das kommt vom Herzen hier. Und dann wollte ich noch sagen, ist ja die 10. Folge, ein paar haben geschrieben, ey, nee, mach mal ein Stunden-Special. Das werde ich auf keinen Fall machen, da werde ich keine 10 Pferde dazu treiben können, Leute. Soll ich sagen, warum? Weil ich will nicht, dass das Spiel innerhalb von 2 Wochen vorbei ist. Ich will das nicht durchrushen, ich will einfach Spaß mit euch haben und jede Folge maximal so 25 bis 30 Minuten halten. Ich will das wirklich durchziehen, solange es geht. So, komm, let's go, jetzt machen wir die Tür auf. Genau, hier haben wir letztes Mal aufgehört. Bam. 1, 2 und 3. Und nochmal. Aller guten Dinge sind 3. Let's go! So. Ah, mal sehen, wo wir rauskommen. Das sieht irgendwie so ein bisschen ägyptisch aus, finde ich so. Diese ganzen. Das sieht aus so wie. Ach, muss man schon sagen. So, was von. Oha. Ich glaube, ich habe was gehört. Diese Aussichten hier. Phänomen. Habe ich das Gefühl, dass gleich. Wieder hier draußen. Irgendwo muss es einen Weg in die Stadt geben. Gerade waren wir noch hier, da sind wir doch nur reingegangen und dann hier rausgekommen. Es muss einen anderen Weg geben. Boah, das sieht, also das sieht gerade echt pervers. Ey Leute, wenn ihr das gerade so seht, unfassbar, das ist wirklich unfassbar. Das sieht aus wie echt gerade, krank. Mehr kann ich dazu nicht sagen, weil es tut mir leid. Ey. Dann geht's auf jeden Fall rüber. Dann hier hoch, dann müssen wir wahrscheinlich da zu dem Wasserfall kommen, denke ich mal. Weil irgendwo muss es ja, wie schon Nadine gesagt hat, einen Eingang. Wow, da oben. Asaf hat wohl keinen Eingang gefunden, also hat er einen gemacht. Man sollte annehmen, dass Asaf mehr Respekt für diesen Ort hat. Asaf respektiert nur Asaf. Asaf respektiert nur Asaf. Und ich. Und Asaf respektiert nur Astaghfirullah. Du verstanden? Ich hätte nie gedacht, etwas Eindrucksvolleres als Halebit zu sehen. Irgendwie schade, dass Belur der Welt verborgen ist. Tja, jetzt wissen wir warum. Eieiei, Leute, Leute. Ja, 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 ja. Ihr kleinen Schlawiner. Wo guckt ihr denn gerade hin, ne? Guckt ihr gerade auch die Decke an? Auf jeden Fall sehr schöne Decke. Ihr seid da solche Schlawiner, Alter. Komm, könnt ihr mir nichts vormachen. Das sieht scheiße aus, wie das Wasser hier abtropft. Junge, ey, was würde ich dafür geben? Leute, sag mal, was würdet ihr dafür geben, hier einmal so ein Abenteuer erleben zu dürfen? Natürlich ist es auch ein bisschen riskant. Aber trotzdem, es wird sich lohnen. Es wird sich lohnen, ey. Wunderschön, traumhaft einfach, ne? Das sieht ja alles gleich aus irgendwie, ne? Was ist das denn? Noch ein Gott? Wahrscheinlich einer der Hoysala-Könige. Wie viele Könige hatten sie damals? 11. Der junge König war der letzte der Linie. Tja, sein Plan hat geklappt. Er rettete die Stadt vor dem Perser. Ja. Und ja, Leute, was wollte ich noch sagen? Genau. Tut mir bitte alle einen Gefallen. Geht auf FreeGamingTV drauf und oben rechts, wo die Abonnentenzahlen stehen, klickt mal bitte auf die Glocke, damit ihr Benachrichtigungen bekommt. Weil YouTube macht momentan solche Faxen, ey. Morgen geht's dann auf jeden Fall weiter mit FIFA 18 Videos auf dem Kanal. Dann wird auf jeden Fall noch vorhin, beziehungsweise kam vorhin schon GTA 4 online. Also heute auf jeden Fall wieder schön 2 Videos. Morgen kommt dann wieder schön hier auf jeden Fall, was soll ich jetzt sagen, GTA 4? Nein, das war aber ich da. Morgen kommt wahrscheinlich sogar GTA 4, weil das kam ja gestern nicht. GTA 4 wird kommen. Oh, shit. Wow. Ja. Ey. Die ist doch so dumm manchmal, ne? Warum nimmt ihr noch so viel Schwung? Als ob ich da so viel Schwung gegeben habe. Denkt dran, Leute. Morgen schön FIFA 18 Video. Für euch doch freuen, das ist mega geil. Hier waren wir gerade. Ha! Sehr gut. Hä? Da haben wir echt gerade. Was ist das? Der wurde ja richtig verarscht. Hä? Das hab ich gerade nicht verstanden. Vorsprung bei dem Fels? Ah, ich bin eine zu früh gefallen. Ich Idiot. Ey, wir sehen uns gleich. So, Leute, da bin ich wieder. Eieiei. Wir dürfen auf jeden Fall jetzt nicht hier runterfallen, sondern nach rechts oben. Das habe ich gar nicht gesehen. Schon tricky-micky hier. So, let's go. Dann mal los. Okay. Hier geht's lang. Müssen wir hier hochkommen. Die Frage ist nur, wo ist der Weg? Ja, ich denke mal, hier links, jetzt um die Ecke wahrscheinlich, ne? Nö. Ah, doch, hier diese Dinger kann man sich ja festhalten. Und ganz nach oben. Wir müssen irgendwie höher kommen. Höher, höher, höher. Höher als der Rest der Welt. Was, wenn wir gleich so eine richtig kranke Aussicht bestimmt haben. Immer höher und höher. Boah, guckt euch mal das Gold da an. Eieieiei. Eieieiei. Es wird immer beeindruckender.
Falls noch jemand Bedenken hatte, dass das Belur war, Herr Shiva. Und Mandy. Und das ist wohl Ganesha, bevor er seinen Elefantenkopf bekommen hat. Möglich. Könnte auch Kartikeya sein, Shivas älterer Sohn. Der Hindu-Gott des Krieges. Sie haben wohl verschiedene krank. Wege gewählt. Boah, wie krank, Alter. Also da kann mir jeder sagen, was er will. Das sieht einfach so krank. Oh, die Papagei da oben. Der Eingang wurde gesprengt. Das muss die Explosion gewesen sein. Es muss einen anderen Weg geben. Na super. Sie wollen uns aufhalten. Ja. Wie sollen wir da durch? Hier geht's auf jeden Fall los. Die Papagei haben uns, glaube ich, den Weg gezeigt, Alter. Horus Putschenduk hat uns den Weg gezeigt. Hier. Hier drin, Nadine. Ich hab's gewusst. Schmeckt lecker. Lecker Staub. Aus vor 100 Millionen Jahren. Lecker Staub. Bestimmt. Boah. Jetzt sind wir schon drin. Beeilung. Wir müssen die andere Reise. Gesellschaft. Ich sehe sie. Sollen wir durchziehen oder nicht? Ich sehe nirgendwo anders Gegner. Nur noch die zwei. Deshalb riskiere. Ne, ich will's nicht riskieren, Leute. Dann los. Ich habe nur die gesehen, sonst keinen. Shit. Die Stadt ist groß. Es muss noch einen Weg geben. Fuck. Was ist das hier? Ein Bad? Oder ein Brunnen? Vielleicht beides. Voll das geile Bad. So durch diese griechischen olympischen Bäder hier, Alter. Das erinnert mich gerade voll an Tomb Raider. Ich schwör's euch, richtig übertrieben erinnert mich das an Tomb Raider, Lara Croft. Ich schwör's euch, wirklich. Ja, so kann man einfach aus sich einen Weg machen. Boah, krank. Guck, wie Papageien hier sind, wie süß. Übertrieben süß. Da oben, das ist ein Wasserreservoir. Ey, das ist ja mal... Also eine architekturische Meisterleistung hier, ne? Wenn es mal sowas in echt geben würde, das wäre einfach traumhaft. Man will jetzt hier von einem Foto machen. Ach, sieh mal, die Königin und ihre Zofen. Das war wohl das königliche Bad. Zur Abwechslung mal Statuen von Frauen. Ei. Guck mal, die schöne Hose von Chloe. Was? Ich hab nichts gesagt. Dabei waren die Frauen bei den Hoysala eine wichtige Rolle. Vor allem die Königinnen. Kein Wunder, wenn die Könige und Männer ständig irgendwo kämpfen. Sie kümmerten sich auch um die schönen Künste. Poesie, Musik und sowas. Belur gehörte sozusagen ihnen. Okay, wir müssen jetzt wahrscheinlich hier oben weiter. Gleich wird 100% wieder ein Rätsel kommen. Ich seh... Oha, jetzt passiert was. Oha, was ist das denn? Was um Himmels Willen ist das? Ja, frage ich mich auch. Was ist das? Alte Kannada-Schriften. Sieht nach Strophen aus. Könnten Gedichte sein. Ist das eine Bibliothek? Sieht so aus. Was ist das denn? Oh, ja. Ja, nicht Cristiano Ronaldo, Alter. Müssen wir am Hochhalten hier. Wiener. Eine entfernte Verwandte der Sita. Komm mal ein bisschen Musik raus hier. Jetzt haut ihr dickes Gitarrensolo. Vielleicht gab es hier Aufführungen. Alter, was meint ihr, was das alles wert... Ey, was meint ihr, was das wert ist? Ich sag, 70 Millionen mindestens. Ach, viel, viel mehr. Ey, guck mal, allein schon sowas zu entdecken. Guckt ihr mal diesen ganzen Raum an. Das ist alles echtes Gold hier. Guckt euch das mal an, wie krank das einfach nur aussieht, ey. Das ist eine Meisterleistung, wirklich. Und was ist das hier, ey? Müssen wir uns mal genauer angucken. Oder von der Seite. Sieh dir das an. Unglaublich. Das ist das Horn Gondors von Herr der Ringe. Das ist ein Altar oder sowas. Die Könige müssen viel für ihr Volk erduldet haben. Sie haben nicht nur den Stoßzahn beschützt. Sondern auch? Historiker glaubten, er sei ein Symbol der Macht und Überlegenheit. Aber ich glaube, die lagen falsch. Er war ein Symbol ihres Volks, ihrer Kultur. Er war ein Symbol ihrer selbst. Hey, wozu sind die? Ey, das sind doch die Dinger, die wir haben. Von ihrem Vater hat sie das doch. Und da fehlt eins. Seht ihr das rechts? Diese eine Lücke, da fehlt eins. Krass. Von ihrem Vater. Oh mein Gott, ey. Wir sind ja die Ersten, die das schaffen.
Mein Dad war hier. Boah, ihr Vater war einfach dort. Das ist wirklich was Großes. Wieso hat der dumme Mistkerl mir nichts erzählt? Ich krieg Gänsehaut. Du hast es selbst gesagt. Er wollte, dass du sicher bist. Boah, hab ich eine Gänsehaut, ey. Asaf darf den Stoßzahn nicht bekommen. Das Nein. werden wir verhindern. Gemeinsam. Auf keinen Fall. Danke. Dank mir, wenn wir hier lebend rauskommen. Gutes Argument. Aber das Spiel hat sich auch zu einem richtig krassen Spiel entwickelt. Man merkt, dieses Uncharted-Feeling ist einfach da. Gut, dass ich das dabei habe. Hä? Wo sind jetzt? Ah, die Dinger sind alle da reingegangen. Ey, das ist ja mal richtig krass. Das bedeutet, Leute, ohne dieses Ding wären wir niemals jetzt hier hingekommen. Wir hätten den Eingang vielleicht wegsprengen können. Das wäre vielleicht noch möglich gewesen. Aber das ist trotzdem krass. Ihr Vater war einfach hier und hat ihr nichts davon erzählt. Hier kann niemand sein. Hier kann nicht Asaf sein. Boah. Ach. Umwerfend. Ja. Genau, das hätte ich jetzt auch gemacht. Und niemand kann sie sehen. Aber wie kommen wir da hin? So, reinspringen. Jawohl, jetzt. Woo! Arschbombe. Komm schon. Es ist tief genug. Wisst ihr, bevor ich Angst hätte, dass da so voll die Viecher drin sind, so Krokodile und so. Deshalb würde ich ja niemals so reinspringen, was sie gemacht hat. Die ist so behindert. Die ist echt dumm, ne? Hätte ich niemals gemacht. Müssen wir jetzt hier durchkommen? Eieieiei. Oh, 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 schnell, 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 schnell. Die Luft geht denn noch aus. Schnell, drück, 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 Ernie. Vielleicht kriege ich keine Luft mehr. Oh, ja, wie viel Luft haben die denn, Alter? Ich würde. Oh, das ist schon voll am Vibrieren. Wir müssen schnell hoch, schnell hoch, schnell, schnell. Okay. Boah, die ist fast gestorben, ey. Guck, die Papageie da. Ey, soll mal chillen, bitte. Chill doch mal. Hallo. Bitte, bitte. Ey, fliegen alle sofort weg, Mann. Boah, ich hatte so Angst bei Uncharted 2, ne, wo man über diese Eskimos kam, da in diesen, dieser eine, dieser, wie ist der Typ da mal? Tensei, Tansei, Tensei. Richtig geil gewesen. Wir haben den Sand der Zeit gefunden. Prince of Persia, der Sand der Zeit. Ey, so ein neues Prince of Persia wäre richtig geil, man. Kennt ihr noch Prince of Persia? Das hat Ubisoft damals so krass gemacht. Das war einer der geilsten Spiele damals. Prince of Persia, ey, das war so heftig. Eieiei, Leute, wo guckt ihr denn schon wieder hin? Hallo, hört auf damit. Ja, und jetzt? Meint ihr, das packt die? Da kommen wir wieder rein. Alles klar. Bruh. Boah, da habe ich auch gedacht, das Wasser wäre ein bisschen tief. Auf einmal, bruh, Bein gebrochen. Okay. Okay. Warum bin ich denn überhaupt da hochgeklettert? Das hättest du gar nicht machen müssen. Richtig schlau von mir, ne? Ich hätte auch einfach... Wie schlau war das denn von mir? Ich hätte ja... Wir waren doch gerade da, oder? Ich weiß es gerade nicht, aber auf jeden Fall sind wir gerade irgendwo hingesprungen. Was falsch war. Weil das ist nämlich der richtige Weg. Oder? Nee. Warte mal, wo sind wir denn jetzt? So, also, wir sind jetzt hier drauf. Es gibt keinen anderen Weg. Da kommen wir wieder rein. Alles klar. Nein, das sollte die packen, easy. Ja. Oh, 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 oh. Boah. Danke fürs Vorgehen. Gern geschehen. Das war richtig knapp. Das sind aber ein gutes Tag-Team eigentlich. Was ist das denn? Das gehört? Hey, alles okay? Tut mir leid, ich bin gerade nicht ganz bei der Sache, aber... Hey! Nadine Ross! Oha! Oh mein Gott! Was zur Hölle? Jetzt wieder bei der Sache? Flugscheißer! Diese kleine Nutte. Ich hab mich gerade voll erschrocken. Ich hab gedacht, die will uns jetzt verraten, macht so eine verräterische Aktion. Aber jetzt wird irgendwas passieren. 100% irgendwas wird abfallen. Und die wird das nicht mehr schaffen. 100%. Mein Gefühl sagt mir, jetzt wird irgendwas passieren. Die wird nicht jetzt genau da gleich stehen, wo sie gerade gestanden hat.
100%, weil jetzt wird was passieren. Guck jetzt. Doch nicht? Oder die ist jetzt schon ab... Ja, Mann, jetzt kommt der perfekte Plot. Die Verräteraktion. Erstmal so tun, als ob alles wieder gut ist, weil sie weiß, dass wir, denke ich, der Schlüssel sind, damit wir hier überhaupt reingekommen sind. Das, was weiß ich schon. Aber jetzt will sie uns verraten und hat uns einfach runtergeschubst nach dem Motto, jetzt wieder bei Wind und jetzt ist die vorgegangen. Mal gucken, ob meine Theorie aufgehen wird, Leute. Ich bin gespannt. Nadine, bereit? Jetzt. Ich hab dich im Auge. Oh, okay. Sorry. Völlig misskalkuliert, Leute. Es ist ziemlich eng hier. Eng ist gut. Bruh. Ja, mit so dicken Möpsen, da ist es schwer. Gleich platzt das Silikon euch immer vor. Was für eine hübsche Stadt. Das ist hier so riesig, ne? Es ist ja ein ganzes Imperium, ey. Boah. Da unten waren wir ja gerade gewesen, ne? Oder? Ja. Also, wir können auf die Plattform rüber. Boah, ey, das ist wirklich architekturisches Meisterwerk. Boah. Wie kann ich denn da so festhalten? Das würde sogar kein Mann wird das schaffen. Digga, das sieht ja gerade so geil aus hier. Ich würde hier erstmal schön schwimmen gehen. Ah, guck mal, da geht es nämlich unten runter. Go, 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 Chloe. Aber die Asaf, der wird locker die Tür finden und nachkommen, Alter. Das ist... Die hätten den Weg versperren sollen. Echt. Oh, komplett geflutet. Ich bin aber ehrlich, ich hätte übertrieben Angst auch hier alleine nur zu zweit, ne? Ich hätte wirklich Angst. Ich bin einer, der bei sowas voll auf Paranoia. Ja, hier würde ich kaputt gehen bei sowas. Wasser in den Ohren. Ich hasse das. Das gäbe ich nicht für ein Handtuch. Oha, oh mein Gott, jetzt geht's... Ach... Du Heilige. Siehst du das? Weißt du, im Moment fehlen mir die Worte. Du heilige Scheiße. Das trifft's. Es ist krank. Das ist wirklich Was krank. Was ist das für ein Ort? Thronsaal? Das Versteck für einen prachtvollen Stoßzahn? Hoffen wir's. Sag mir, was wir gehen Treppen hoch. Sind aber ziemlich kaputt. Suchen wir einen anderen Weg nach oben. Sieht einfach so geil aus hier. Mir fällt gerade was auf. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Dass wir die Scheibe bald brauchen. Ganz genau. Tja, dann müssen wir wohl Asaf finden. Oder er findet uns. Diese Scheibe da, ne, die er uns abgenommen hat, die brauchen wir hier drüben, Nadine. Alles klar? Alter, das macht so Bock, ne? Das ist echt geil, Mann. Das Uncharted-Feeling ist komplett wieder da, Leute. Oder was sagt ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Es ist ein würdiger Nachfolger von Uncharted 4, sagen wir mal so. Also es kommt nicht an Uncharted 4 ran, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Zu 100% nicht. Egal, was noch passieren wird, außer vielleicht Nate kommt. Aber sonst kann ich euch sagen, es kann leider nicht mit Uncharted mithalten. Also mit Uncharted 4. Das leider nicht, aber es kommt auf jeden Fall sehr nah dran. Das sieht schon besser aus. Ich sehe noch mehr Kurbeln hier in der Kammer. Ja, was ist das, ey? Ich drehe also, hier mal dran. So, was sollen die mal echt machen? Ohne Witz, ohne Spaß. Das wird so krass aussehen. Die Hand bewegt sich. Etwas genauer. Rechte Hand. Untere. Rechte Hand. Hand Gottes. Vielleicht liegt es an der Größe der Statue, aber mir fällt jetzt erst die Königskobra um Shivas Hals auf. Ja. Das ist Vasuki, ein König der Nagas. Wesen, die als Königskobra erscheinen. Steht für seine Macht über Angst und Tod. Kobras sind meine Lieblingsschlangen. Ich glaube, ich habe keine Lieblingsschlange. Hey, ich glaube... was ist das da oben? Eins nach dem anderen. Okay. Ich wollte sagen, meint ihr Leute, die Geschichten sind wahr oder frei erfunden? Okay, und jetzt? Da muss mehr dahinter stecken. Wir müssen es nur herausfinden. Ach du Scheiße, wie wäre das große Rätsel los hier? Was ist das denn? Voll geil mit dem Echo gemacht, dass man hier alles dumm hört. So, ey, es ist krass. Und auf jeden Fall, was soll ich noch sagen? Ich glaube, die Geschichten, die gibt es alle wirklich. Also die Personen, über die geredet wird. Also wie gesagt, ihr lernt hier bei dem Spiel mehr als im Geschichtsunterricht, Alter. Das ist krank. Also mehr als in der Schule. Ich hasse das, manchmal meine Nase so am Jucken ist, ey. Das fuckt mich extrem ab. Wir müssen wahrscheinlich noch die andere Hand dahin bringen. Und dann wird irgendwas sich hier auflösen. Irgendwas wird passieren dann. Die Frage ist, wie zur Hölle sollen wir da hinkommen, ne? Das ist jetzt die andere Sache. Das sind Haltegriffe auf der anderen Seite dieser Fenster. Cool.
Ah, okay, okay. Aber darauf wäre ich jetzt nicht so schnell gekommen, denke ich mal. Hat die Nadine uns auf jeden Fall sehr, sehr gut geholfen. Warum habe ich das Gefühl, dass gleich Aras kommt? Wer ist der nochmal? Ich nehme die hier. Ich habe seinen Namen vergessen. Safran, Aras, Arafat. Wie ist nochmal der Typ? Samir. Ich weiß, ich habe den Namen vergessen, ey. Wie hieß der denn nochmal? Ashraf. Asha. Nee, Asraf. Wir beeilen uns besser. Nadine? Oh, wir müssen jetzt, glaube ich, durchziehen, ne? Schneller. Ja. Boah. Na los, spring zur Trommel. Ich dachte, es wäre eine Sanduhr. Es ist eine sanduhrförmige Trommel. Hoch, hoch. Hey. Hey, hey, da. Halt dich irgendwo fest. Okay. Ruhig. Oh, das ist okay. Jawohl. Boah, ey, das ist ja so krass. Das würde ich würde das niemals machen. Man würde ja mit seinem Leben da richtig spielen, ey. Aber das alles so zu sehen ist schon weltklasse. Finden wir raus, was da oben ist. Da kommt schon die Scheibe rein, 100%. Oder? Ja, guck mal. Nee, doch nicht. Liegt nicht an mir. Oh. Ich sollte das selber an der anderen Seite machen. Sichere Sache. Ich warte hier. Aber klar. Welche andere Seite? Da müssen wir mal schauen, welche andere Seite jetzt gemeint ist, Leute. Einfach mal. Ach so, hier rüber. Ja. Wow. Wow. Ja, super. Welche andere Seite denn? Sag mir das mal, bitte. Meint ihr da oben? Ich bin mir nicht ganz sicher. Warte mal, ich guck gerade mal. Da am Dreizack geht's hoch, ja. So. Oder geht's hier nicht hoch? Nee. Ich hab den Weg jetzt noch nicht gefunden bisher, aber das sollte eigentlich hier sein. So, runter. Und jetzt ja an diesem Ding da hoch, oder? An dem Dreizack. Also war jetzt meine Vermutung. Da vorne ist noch eine Kurbel. Damit wir... Ah, jetzt kommt bestimmt wieder so ein Dings da, ne? Anderes Teil runter, damit wir schnell das zeitlich packen können. Machst du das? Nein, die Statue ist lebendig geworden. Das dachte ich mir. Ja, und jetzt? Sag mir, was ich jetzt machen soll, bitte. Wow, ich muss los. Ich hab grad... Ah, doch, doch, ich hab's. Ich hab's. Schnell, schnell, schnell. Oh, das wird knapp werden, das wird richtig knapp werden. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Oh, 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 oh. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Oh, super Vorschlag. Komm, komm, spring. Ah, das war echt knapp. So. Aber hier kann man jetzt nicht mehr hoch, ne? Ich glaube, wir waren ein bisschen zu langsam, ne? Ja. Wir sehen uns gleich wieder, Leute. Ich muss das ein bisschen schneller machen. Okay, Leute, jetzt schneller, jetzt schneller. Guck mal jetzt, wie ich durchziehen werde, Alter. Jetzt bin ich Flash geworden. Go, 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 go. Zieh durch, zieh durch, zieh durch, zieh durch. Chloe, komm schon, komm schon, komm schon. Das war mein Fehler, da ich vorhin so dumm war und nicht da weitergerannt bin. Wir müssen uns nämlich hier festhalten. Hier, genau. Halt dich fest, halt dich fest! Kalima, Kalima! Jawoll! Danke! Oha, ey, die ist so... Meine Hose zerstört. Wow. Was? Ich kann von hier mein Haus sehen. Eieiei. Ei, ei. Wuhu! Verknall bloß nicht gegen die Wand. Oha, ei, das muss wehgetan haben gerade. Es tut mir leid. Das schaffst du. Ja, stark. Das hätten die mal ein bisschen besser machen müssen. Das ist ziemlich unrealistisch, muss man wirklich sagen, ne? Wie die da am Springen ist, am Fliegen ist, wie Spider-Man. Das ist leider so. Also dann. So, beide Seiten sind gemacht. Na, geht doch. Oh, hallo. Und da öffnet sich ein Weg, wo wir Nadine wieder treffen. Und ja, Freunde, genau hier
wird es beim nächsten Mal weitergehen, Alter. Ich bin mal gespannt, was übermorgen hier passieren wird. Wir haben jetzt die beiden Brunnen zum Laufen gebracht. Lasst einen Daumen nach oben da. Wer die vorgestrige Folge von Uncharted verpasst haben sollte, kann die gerne auch auschecken auf dem Kanal. Aktiviert unbedingt die Glocke, Leute. Geht auf vielgaming.tv, oben rechts die Glocke aktivieren. Vorhin kam noch GTA 4. Instagram, Snapchat auf jeden Fall abchecken, Leute. Und natürlich auch ihr Twitch-Kanal und. Würde ich sagen, euer Öni verabschiedet sich. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Macht's gut, haut rein und ciao.